Songs in Real Life 5. Wenn man ein Loch im Zahn hat. Frau Cross, was ist denn los mit Ihnen? Da ist ein Loch im Zahn. Wollt nicht zum Zahnarzt, doch ich hab ein Loch im Zahn. Hätte ich nur früher mit dem Putzen angefangen, damit ist wirklich nicht zu scherzen. Ich habe solche Schmerzen. Oh mein Zahn, oh mein Zahn. Ja, brauch keine Krone, bin auch so der King. Der King. Hört auf meine Homies aus der Hut zu ziehen. Nein, nein, nein. Außer Bora Bora kenn ich die ganze Welt. Ey, alle heißen Ladies stehen auf meinen Schmelz. Ey, Zahnarzt, bumm mich nicht an. Ey, bumm mich nicht an, das ist wie Folter. Bumm mich nicht an. Ey, bumm mich nicht an, mach lieber Gold dran. Meine Wurzeln sind nicht wirklich tief. Glück der Pässe, ich hab ein Tief. Der mich verarscht ganz schön mies. Der Befüllung denk ich an Pralinen. Wollt nicht zum Zahnarzt, doch zum Glück war ich jetzt da. Ab morgen fang ich mit dem Zähneputzen an. Sonst krieg ich wieder solche Schmerzen. Damit ist nicht zu scherzen, nicht mehr mit meinem Zahn. Wir haben doch noch gar nicht angefangen. Wenn man eine Pfeife isst. Manchmal denke ich, ich bin einfach anders und dass mit mir irgendwas nicht stimmt. Ich hab viel geübt, gesagt, ich kann das. Trotzdem kriege ich es einfach nicht hin. Ihr pfeift mit der Hand, ihr pfeift mit dem Mund. Manche rauchen Pfeife, das ist nicht gesund. Mein Hund lief davon, denn er konnte mich nicht hören. Girls denken, ich bin gestört, wenn ich pfeife. Denn selbst ein Teekessel bietet mir Pfeife in die Stirn. Für mich wie aussortiert. Wie kann es sein, dass ich nicht pfeifen kann? Alle können außer mir. Doch ich krieg keinen Ton raus schon seit Jahren. Bei mir kommt irgendwie nur heiße Luft raus. Alle um mich herum bauen den Druck auf. Aber ich schaff es nicht, bei mir hört man einfach nichts. Ich kann so manches, doch das kann ich nicht. Mann. Wenn man Hunger hat, aber... Auf dem Weg von der Schule, ein Riesenloch im Bauch. Heute Morgen am Kiosk, den letzten Cent verbraucht. Und ich find keine Ruhe, ich glaub ich geh gleich drauf. Hätte fast meine Schuhe für etwas Brot verkauft. Dann bist du endlich zu Hause und riechst den Duft schon im Flur. Tränen in deinen Augen, du steckst den Kopf durch die Tür. Auf dem Tisch, mein Leibgericht, alles steht bereit. Setz mich hin und glaub es nicht, gleich ist es soweit. Warum hast du nichts gesagt? Wenn man mal wieder zu viel Fastfood gegessen hat. Ich liege auf der Couch, esse Pizza, denn ich will nicht raus. Hab alles, was ich brauch, Fernbedienung auf dem Bauch. Oh no.
aufzustehen. Wer klingelt so spät? Es ist Felix Jähn. Oh Mann, er hat Burger dabei und Pizza Hawaii. Bin dick, ich weiß. Die Hose reißt, weil ich kein Sport mehr mach. Lachen mich schon aus. Mit dem Fastfood höre ich auf. Mach 50 Sit-Ups und täglich Dauerlauf. Ich bin für Türen zu breit. Es ist an der Zeit und ich bin bereit. Ich nehm's einfach selbst in die Hand und fang jetzt an, zum Sport zu gehen. Dann nehm ich endlich ab. Wie geht es euch? Hallo. Der Vince ist nicht da, das heißt, ich weiß nicht, ob der Sound scheiße ist oder auch phänomenal. Ich glaube, Junkfood ist aus unserem hektischen Alltag kaum noch wegzudenken. Das denke ich. Dieses unregelmäßige Essen von Müll kenne ich leider sehr gut von mir. Habt ihr gehört? Das hat Junkfood mit mir gemacht. Meistens stoppt man sich ja nebenbei zwischendurch mit irgendwelchen Lebensmitteln voll, die nicht für eine ausgewogene Ernährung stehen. Deswegen wollte ich in dem letzten Song von Felix Jähn zusammen mit Felix Jähn auf diese Thematik ein bisschen eingehen. Und der regelmäßige Konsum von Fastfood kann halt auch zu ernährungsbedingten Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes führen. Deswegen, was bin ich für ein Channel auf einmal? Fitness-Channel oder was? Was ich eigentlich sagen wollte, ist das erste Songs Reveal mit Gästen. Die Nicole kenne ich schon seit 6 Jahren. Also ich habe ihre Videos gesehen, die hat aber nicht meine Videos gesehen, deswegen kenne ich nur sie. Und Felix Jähn war bei seinem eigenen Song mit dabei. Ich versuche gerade richtig die Euphorie zu erzwingen. Aber ich wollte sagen, es hat mir super viel Spaß gemacht, mit diesen beiden großartigen Künstlern zusammenzuarbeiten. Really humble and talented people. Und ich freue mich, weil wir damals halt viel mehr mit Gästen gemacht haben, so wie das hier. Julian Bam, I am challenging you. Oder das hier. Sonst hau ich daneben. Oder das hier. What's wrong, Julian? Oder das hier. The Rock, Kevin Hart und Julian Bam. Und ja, deswegen fand ich das einfach cool, wieder mal erfrischend. Und noch eine Sache, die ich gerade gerne anmerken möchte, und zwar, manche fragen sich so, hä, das ist doch kein Songs in Real. Man muss Songs nehmen und dann auf irgendeine Situation anpassen. Ich muss gar nichts. Nirgendwo steht ja, wie man einen Songs in Real zu machen hat. Du kannst ja jedes Video letztendlich so interpretieren, wie du es möchtest. Ich lisple so, weil ich Durst habe. Ja, ich trinke auch mal nicht, Fanta. Felix Jähn, ein sehr sympathischer Mensch. Falls ihr ihn mal kennenlernen wollt, hier ist seine Handynummer. Wenn ihr mal sehen wollt, der ist nämlich ab April auf Live-Tour durch Deutschland. Da könnt ihr mal Hallo sagen, dem ein paar Burger auf die Bühne werfen. Auf jeden Fall ist auch seine neue Single Like a Riddle jetzt pre-orderbar. Link ist unten in der Beschreibung, da bekommt ihr die ganzen Daten. Weil diesen Satz, der Link ist in der Beschreibung, habe ich schon so oft in meinem Leben gesagt, das glaubt ihr gar nicht. Link ist auf jeden Fall unten in der Beschreibung, da. Aber Felix Jähn ist nicht der Einzige, denn Nicole Cross hat auch eine Single rausgehauen vor ein paar Wochen. Ich bin ein bisschen zu spät. Sie heißt Darkness. Die Single, sie, aber auch Nicole Cross, heißt mit dritten Namen Darkness. Auch dafür habe ich unten einen Link reingepostet, wo man auch das neue Album pre-ordern kann. Ihr mit euren Pre-Orderings. Aber nochmal an meiner Stelle, Dankeschön an Nicole, Dankeschön an Felix, falls ihr das Video gerade seht. Hallo. Ich möchte gerne ein neues Hey Ju machen nächste Woche und dann würde ich gerne die Fragen hier unten aus dem Kommentarbereich entnehmen. Deswegen schreibt mir einfach eure Fragen hier unten in die Kommentare rein. Macht bitte, wenn es geht. Wenn ihr es nicht vergesst, Hashtag HeyJu. Schreibt mir gerne ein paar Fragen, egal was es ist. Hauptsache nicht, dass ich irgendwelche Team-Member von mir wieder anpissen soll. Kommen wir wieder zu meiner Liste, denn ich habe ein paar Leute notiert. Vielen Dank an die Bats Cheerleader aus Aachen. Vielen Dank, dass es geklappt hat. Ich habe mit 5 Leuten gerechnet, dann standet ihr auf einmal da mit 35. Als die da durch die Luft geflogen sind, ich dachte, wenn die jetzt da runterbrettert, bin ich schnell genug weg. Vielen Dank an die Zahnarztpraxis Werner Schippers in Aachen. Das ist wirklich so, wir rufen da an und wir fragen, ob es die Möglichkeit gibt, hier irgendwie zu drehen. Und die sagen, ja klar, in was für einem Zeitraum denn? Und wir sagen einfach, 18 Uhr. Deswegen immer Dankeschön, dass es so kurzfristig klappt. Dankeschön auch an die Aquis Apotheke für die Outfits. Dankeschön auch an Crispy Rob, dass wir deine Wohnung zumüllen durften.
und schreibt mir mal vielleicht wieder zurück auf WhatsApp. Dankeschön an Ehren für die Kiosk-Location. Danke an alle Statisten, die mitgemacht haben. Ich habe das gemerkt, ich bin auch wieder ein bisschen aktiver geworden in den Kommentaren. Und jetzt werde ich so oder so sehr, sehr aktiv sein, weil ich ja eure Fragen rausnehmen werde. Aber trotzdem hat es super viel Spaß gemacht. Ich muss immer noch sagen, Musikprojekte sind irgendwie das, was mir am meisten Spaß macht. Ist einfach so. Da kann man nichts gegen sagen. Nee, ist so. Da kann auch jemand sagen, ey, Alter. Und ich sag, yo. Teilt das Video gerne, denn mit jedem Share bekommst du 1 Euro mehr. So richtig heftig teilen, so richtig so. Ich schreibe das auf so ein riesiges Stück Pappe, halte das hoch, so guck das nur, Songs and Wheel. Und ich würde mal sagen, dass ich nicht weiß, ob ich diese Abmoderation nochmal neu drehen muss.